Hallöchen. Ihr seht jetzt hier nochmal ein, ja, jetzt ist er kaputt, ein MOSFET und hier ist noch ein IGBT irgendwie mit so einem Kühlkörper, den ich da irgendwo noch runtergelötet habe. Ich habe noch probiert, das ist jetzt hier der zweite Teil von dem Video. Ich kann schon früher anfangen. Ich muss nicht auf die MOSFETs warten, die ich bestellt habe. Die kann ich aber trotzdem noch brauchen. Ich habe mir jetzt nämlich was zusammengebastelt, das funktioniert. Und das wollte ich euch noch mal zeigen. Also ich hatte es noch mit drei weiteren Sachen probiert. Der eine, der ist hier gleich abgeraucht. Ich weiß gar nicht warum. Der sollte das eigentlich aushalten. Der IGBT sollte es eigentlich auch aushalten, aber irgendwie scheint da was nicht hinzuhauen. Der wird nämlich relativ schnell doll warm. Das kann ich nicht brauchen. Jetzt hole ich die Kiste hoch. Es sieht jetzt erstmal so aus. Hier hängt das Ding. Ich habe die Platine benutzt dafür, weil ich die Schraubanschlüsse habe. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. Und da setzt jetzt hier hinten das drauf. Ich zoome drauf, selbst was gebaut. Das ist nochmal ein MOSFET von einem alten Mainboard. SMD halt, aber noch ein Stückchen größer. Widerstand, weiß ich jetzt nicht, ich habe irgendeinen genommen, der jetzt nur über das geht, auf Minus geht. Ich glaube, den ersten hatte ich getötet von den kleinen, wo ich ausprobiert habe, weil ich hier Plus Minus rein und da die Pistole dran hatte. Bis ich dann gemerkt habe, Source braucht ja direkt Minus, weil G zu Source geht. Und der Plus geht über die Spule und dann hier auf Drehen. Es funktioniert. Ich habe es ausprobiert. Er wird warm. Leicht warm. Also schätzungsweise 35 Grad. Also viel passiert da nicht. Ich habe es wirklich ausprobiert. Es haut hin. Ich habe es extern ausprobiert. Ich habe es hier drin ausprobiert. Es funktioniert. Ich werde das jetzt wieder versuchen da anzuschrauben. Jetzt weiß ich nicht, habe ich die Schraube hier? Ich glaube ja. Die müsste ich noch da haben. Und werde das mal wieder richtig verkabeln. Das ist ja eigentlich richtig verkabelt. Der eine kann hier wieder raus. Das war für die externe Geschichte. Dass ich hier Masse habe. Über das eine Netz zählen. Hier ist nochmal ein Masseanschluss, ein Massekabel. Muss ja auch wieder zurückgehen. Das eine Massekabel, das werde ich noch totlegen. Das passt soweit, das funktioniert. Das einzige, was ich hier habe, wenn der regelt, oder der hier besser gesagt, wenn das regelt, fängt der an zu surren, das Netzteil, so ganz leise. Das war schon schlimmer gewesen, das ist nur ein ganz bisschen. Ich glaube, das macht nicht so viel aus. Ich werde dann noch mal das Oszilloskop ranhängen und da muss ich noch einmal eine Sache korrigieren. Es sind nicht 300 Kilohertz, mit denen er das PWM macht, sondern 300 Hertz. Da habe ich mich nämlich vertan. So, und den kann ich da so oder so. Besser wird doch andersrum. Oh, so müsste das auch hinhauen. Widerstand hier übergeht,
ist nur, damit das Gate wieder auf Masse gezogen wird. Sonst bleibt der durchgeschalten. Und das ist nicht so schön. Wenn wir das hier anschrauben. Lüfter lasse ich raus. Also Lüfter mache ich nicht rein. Brauche ich nicht. Das sieht soweit gut aus. Das kann so bleiben. Das ist nicht so schlimm. Den lasse ich mal noch. Ich werde mal das Oszilloskop anschließen. Komm her, wo bist du? Da werde ich mal anschließen. Und zwar, ja, mache ich hier direkt ans Gate. Einmal Minus. Und schalte jetzt mal ein. Temperatur. Setze ich mal runter. So, jetzt sollte er, ja, jetzt regelt er. So würde er jetzt der PWM regeln. Und jetzt sieht man schon, ändert er, hat er geändert den Duty Cycle. Jetzt ist er auf 0, weil er auf Temperatur sich aber auf 160 Grad. Ich glaube, das Surren konnte man hören. Müsste ja auch gleich wieder angehen. Und jetzt 60 Grad ist halt nicht viel, da muss er nicht viel tun. Jetzt ist er wieder an. Ich gehe mal mit der Temperatur hoch. Ja, macht 290 Grad. Das geht schon, ist schon ein bisschen besser. Also er tut es. Er tut Regeln, das funktioniert. Jetzt ändert er den Duty Cycle. Hier sieht man das schon eher. Eventuell kann ich das auch mal so machen. Ja, es ist dreckig. Also das ist jetzt nur, das ist aus und das ist die Anzeige. Ich weiß nicht, wie der Duty Cycle im Moment aussieht. Kann er nicht messen. Warum tut er das nicht messen? 90. Wie war das? Mal gucken. Mal runter. Machen wir das mal so. Duty Cycle ist jetzt etwa 10-11% bei 300 und was weiß ich was Hertz, nicht Kilohertz, mit etwa 3,4, 3,5 Volt. Wenn bei 1 Volt, 1, 2, 3, ja, 3,1, 3,2 Volt so, oder 3,3 Volt circa. Wenn ich also mit der Temperatur hochgehe, sieht man, dass er den Duty Cycle ändert. Das kann jetzt wieder nicht richtig erkennen, das müssten jetzt 90 oder 99% sein. Jetzt habe ich bei 418 Grad. Naja, so viel nicht. Zurück. So. Da sieht man, dass er den Duty Cycle runtersetzt.
Ich habe auch probiert mit Elko zwischen und hast du nicht gesehen, bringt nichts. Ich weiß nicht, warum der da das Netzteil surrt. In dem Sinne, ich möchte da jetzt auch keinen Lastwiderstand dranhängen. Was wären das? 24 Ohm bei 24 Volt wären 1 Ampere. Das wären 24 Watt. Die ich dann so verbraten würde. Weiß nicht, ob das noch eine Grundlast braucht, das Netzteil. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich habe jetzt nichts, womit ich das machen könnte. Naja gut, aber ich mach mal aus. Grundlast, ja. Ich möchte da jetzt nicht 24 Watt verbraten. Weiß nicht, ob. Ja, 10 Watt wären vielleicht noch okay. Ich habe jetzt bloß keine Glühlampe oder irgendwas, wo ich dann noch mit eine Last dranhängen könnte. Passend. Ich kann auch nichts im Programm ändern, mit dem PWM, sagen wir es mal so. Hier sitzt, ich weiß nicht, was für ein Prozessor drauf. Und da, wo der angeschlossen wird, der MOSFET, da habe ich auch noch mal gemessen, da ist auf einem Pin ist 5 Volt, auf dem anderen Pin ist gar nichts. Wie auch immer hier das Ding funktioniert. Was ist denn das jetzt? Onbreak, was auch immer dieses Chip da heißt. Ich wüsste nicht, wie ich das Ding umändern könnte. Ja, aber soweit wäre das jetzt fertig. In dem Sinne. Das kann so bleiben, das kann so bleiben. Also. Kaum was zu merken, dass der warm geworden wäre. Ich würde das jetzt so lassen. Bis auf das Kabel hier, da würde ich ein Stück Schrumpfschlauch drüber ziehen. Und dann zusammenschrauben. Lass los. Und dann bin ich soweit fertig damit. Ja, noch ein Stück. Ja. Dann wäre das soweit fertig. So. Oh. Was kann da so? Irgendwie so dahin. Deckel drauf, fertig. Dann ist das Ding durch. Und dann funktioniert das wieder. So. Ich schraube das jetzt mal wieder zusammen und melde mich, wenn ich dann soweit fertig bin. Ich habe da noch eine Sache, die ich noch ansprechen wollte. So, nun habe ich das Ding wieder zusammen, komplett. Ich kann es auch einschalten. Und wenn ich jetzt hier erstmal wieder mit der Temperatur runtergehen. So. 285 und dann glaube ich war Up Down drücken zum Speichern, weil wenn ich ihn ausmache und wieder anmache, dann bleibt die andere Temperatur nämlich stehen oder er geht wieder auf eine andere Temperatur. Jetzt kann man ja sehen, er heizt hoch. Ich lasse ihn hochheizen, dass ihr das sehen könnt. Man hört es leicht surren. Und jetzt ist es aus. Jetzt ist es hochgeheizt. Das funktioniert auch. Achtung, laut. Und
hier hin, da wollte ich mich noch mit reden. Ist jetzt an. Hier habe ich jetzt Toilettenpapier zwischen, weil ich jetzt nicht weiß, wo ich meine Filter habe. Es waren, glaube ich, 3 Ersatz dabei, aber die gehen so schnell dicht, wenn man viel arbeitet. Ich weiß nicht, was man da noch adäquat nehmen kann. Ich habe jetzt Toilettenpapier genommen, es funktioniert in dem Sinne. Ich suche gleich mal eine Platine, wo ich da was auslöten kann und dann probieren wir es mal aus. Das müsste ja hinhauen. Haben wir hier was? Ja, hier haben wir was. Ja, das nehme ich nicht unbedingt. Nehmen wir davon. Sagen wir mal den dicken Elko hier, den will ich mal auslöten. Den hier. Dann gehe ich aber mal mit der Temperatur hoch. Auf etwa 360 Grad ungefähr. Warte ich, bis er hochgeheizt ist. 7, 32, 38, 43, 49, 53. Er heizt schon relativ schnell. So. Und der ist draußen. Jetzt könnte ich noch versuchen, den Kühlkörper hier mit dem dazugehörigen Transistor. Probieren wir das mal aus. Funktioniert auch mit Toilettenpapier und der ist draußen. Also ich bin eigentlich immer wieder erstaunt, wie gut das funktioniert mit dem Teil. Ich möchte das Ding nicht mehr missen. Unser Kühlkörper hat ja nun auch schon, zieht ja nun auch schon ganz schön Hitze weg. Und gleich nach dem nächsten. Das ist gar eine Diode auf dem Kühlkörper. Das geht wunderbar. Das ist noch ein Kühlkörper mit einem 1, 2, 3, 4 Beinigen. Der interessiert mich. Ist das ein Dreibeiner? Nee, das ist sogar ein 4, 5, 6, 7 Beiner. Jetzt überlegt mal, wie lange braucht ihr, um diesen Kühlkörper mit Entlötlitze oder einer manuellen Entlötzerpumpe runterzukriegen. Habe ich den jetzt runter? Da steht da irgendwas Besonderes. IC51. Was ist denn das? Ein L4960. Das ist ein Schalttrick. Ich guck mal nach. L4960 von ST. Ein Step Down Adjust 9 bis 46 Volt, 5 bis 40 Volt, Heptawatt 7, Eingangsspannung 9 bis 46 Volt, Ausgangsspannung 5 bis 40 Volt, 4 Grad, also für thermischer Widerstand 4 Grad pro Watt, 50 Grad pro Watt, Kilowatt, wie auch immer.
Ja gut, das muss ja ein. Ich weiß gar nicht, woraus diese Platine hier ist. Ach, das ist ein Drucker gewesen. Epson. Das ist 80er, 90er Jahre. Da hatten die schon solche Spannungs- so eine Step-Down-Regel? Wow, ganz geil. Was sind das hier? 1800 Mikrofarad, 35 Volt, Nichicon. Brückengleichrichter, ein Mikrofarad, 104, das könnte einer sein. Ja, ich weiß. Das Video wird wieder länger als es soll, aber ist egal. Aber nur damit ihr seht, es funktioniert ohne Probleme und es funktioniert sogar mit Toilettenpapier hinten dran. So, 100 Nano. 103 oder 104? Nano. Passt. Den kann ich nehmen zum Justieren, ist okay. Zum Eicheln. Ja, Seiko Epson Korb hätte ich auch gleich mal lesen können. Steht drüber drauf. Das ist aus dem alten Drucker. Gut. Nee, ich wollte das Video nicht so lang machen. Aber ihr seht, das Ding funktioniert wieder. Und Kühlkörper kann man immer brauchen. Und die lassen sich wirklich wunderbar mit diesen Dingen runterlöten. Ich weiß gar nicht. Ja gut, das hier, die Kühlkörper, da hatte ich schon mit Lötkolben und Feuerzeug zu tun, die runterzukriegen. Dafür wird die hier nicht mehr ausreichend sein, weil ja, ich komme nicht über den Pin rüber. Aber steckermäßig, um die Heil runterzukriegen und andere Bauteile. Wunderbar, also habe ich ja schon mal gesagt. Aber eben, weil ich hier die Filter nicht mehr habe, die hier hinten reinkommen. Da hinten. Da habe ich keine Filter mehr direkt. Da habe ich jetzt Toilettenpapier genommen und das funktioniert genauso gut. Funktioniert wunderbar. Weil die setzen sich doch recht sehr schnell zu. Aber ich glaube, ich muss noch mal gucken. Also das mit dem Plättchen da dran, ne, das kann so nicht hinhauen. Das ist nicht richtig. Das muss irgendwie anders sein. Muss ich mal gucken. Aber Kiste ist wieder gut und sie funktioniert. Sie hat jetzt 80 Watt Minimum. Mit dem Aufheizen, ja, weiß nicht, aber es sollte jetzt zum Nachheizen schneller gehen, wenn ich da doch mal hier sowas wie sowas hier habe. Weil die ziehen doch recht schnell sehr viel Hitze weg oder dicke Masseflächen. Da hatte ich schon mit dem alten Netzteil, hatte ich da mal ab und zu mal zu tun. Mit dem neuen muss ich gucken, wie sich das jetzt verhält. Ob das genauso schlimm ist, wenn ich wieder sowas habe oder ob es besser geworden ist. Aber ich denke mal, es muss ja besser geworden sein. Gut, dann danke fürs Zugucken. Das war jetzt Teil 2.